Musik ist eine feine Sache, vor allen Dingen, wenn man sie selbst produziert. Das hat nur einen kleinen Haken. Es kann vorkommen, dass andere Leute nicht so ganz den gleichen Musikgeschmack haben. Leider, so muss gesagt werden, hat der Pumuckl einen ganz anderen Geschmack als der Meister Eder. Jedenfalls, wenn es um Mundharmonika-Musik geht. Sowas gefiel dem Pumuckl stundenlang. Der Schreinermeister aber musste arbeiten und da kam unweigerlich der Augenblick, in dem er sagte: Pumuckl, jetzt hör auf damit, mir brummt schon der Kopf. Dein Kopf, der brummt, die Monika summt. Das ist ja keine Musik, das ist ein Radau, was du machst. Mundharmonika-Radau ist aber ein sehr schöner Radau. Du sollst aufhören, habe ich gesagt. Ich muss jetzt da was nachmessen. Ich bringe ja sonst alle Maße durcheinander. Also da herüben 17 Zentimeter und da herüben 17. Also gleichzeitig sprechen und blasen. Das geht wunderbar. Hör mal zu. Himmel, Donnerwetter, jetzt hör mal auf. Jetzt weiß ich's wieder nicht, was ich gemessen habe. Sofort hörst auf. Sonst nimm ich dir weg deine Mundharmonika. Und zwar ein für alle Mal. Nein, du darfst mir nichts wegnehmen. Was ich geschenkt bekommen habe, darfst du mir nicht wegnehmen. Sonst bist du nämlich ein Dieb. Jawohl, einen Dieb hat niemand lieb. Ui, das reimt sich. Da muss ich sofort wieder Musik machen. Pumuckl, siehst doch ein, dass ich so nicht denken kann. Geh heute halt rauf in die Stube und dann kannst du spielen, solange du magst, aber nicht da herunten. Ja, aber jetzt geh so. Da macht's mir ja viel mehr Spaß. Du hörst jetzt auf, verstanden? Mit dem Spielen hörst auf, sofort. Sofort. Gut, also, wenn du es nicht anders willst, dann muss ich's dir wegnehmen. Ja, dazu musst du sie aber erst mal erwischen. Ah, das kriegen wir schon. Und wenn ich die halbe Stunde lang fangen muss, lieber eine halbe Stunde lang Bewegung, als einen ganzen Tag Radau. Also lieber den ganzen Tag Bewegung, als für immer die Mundharmonika hergeben. Du musst mich jetzt den ganzen Tag fangen. Ja, mit der Mundharmonika, jawohl. Ja, wenn du da bleibst. Pumuckl, da her. Ich sag dir, Pumuckl, komm. Pumuckl. Und zwischendurch muss ich noch ein kleines Brett umwerfen. Ja, so, jawohl. Mit viel Fleiß. So, da la la, ja, komm da. Nee. Haben wir dich schon. Ich lass dich schon aus. Aber die Mundharmonika, die bleibt da. Nein, meine Mundharmonika, die darfst du mir nicht wegnehmen, die gehört mir. Ja, das bestreite ich ja gar nicht. Freilich gehört's dir. Ich will's ja gar nicht. Aber schau, wo ich's hintun. Da, in die Schublade rein. Nein, bitte nicht in die Schublade rein. Ja, da hat's einen prima Platz. Nein, da geht sie kaputt. So. Und jetzt sperren wir schön ab. Nein! Ja. Doch. Und kriegen tust es erst wieder, wenn du einsiehst, dass Bosheit zu nichts führt. Also gut, dann singe ich den ganzen Tag. Aber ich singe nämlich ja, so. Ja. Ja, das kannst du machen. Aber nicht da herin. Raus mit dir in den Hof, da kannst du nur mit den Leuten zusammenlaufen. Auf! Das hätten wir. Da werde ich mich lang rumärgern. Der boshafte Teufel, der. Der Pumuckl hat natürlich draußen im Hof nicht weiter gesungen, bis die Leute zusammengelaufen sind. Das war ihm zu mühsam. Er zog es vor, sich in die Äste des Kastanienbaums zu setzen und ausgiebig zu schmollen. Er gab sich redliche Mühe, sich dabei schrecklich leid zu tun. Nichts darf ich, nicht mal lustige Musik machen. Das klingt kein bisschen scheußlich, das klingt viel schöner als die Säge vom Meister Eder. Aber der darf alles. Nur ich armer kleiner Kobold, ich soll immer still sein. Dabei ist Stillsein so traurig. Och, und wäre ich doch bloß kein Kobold, sondern ein, was denn gleich? Ein Kind vielleicht. Genau in diesem Augenblick kamen Kinder in den Hof, und zwar der Fritz und die Caroline mit ihrem Freund Elmar. Diese drei waren so ins Gespräch vertieft, dass sie mitten durch eine große Regenpfütze stapften und dann das Vorderhaus betraten, ohne auch nur im geringsten daran zu denken, die Schuhe abzuputzen. Die Hausmeisterin, die eben die Treppen frisch geputzt hatte, sah das.
Hey, könnt ihr nicht eure Schuhe abputzen? Schaut doch, was für einen Dreck ihr reintragt. Ui, das haben wir gar nicht gemerkt. Ja, ihr merkt ja nie was, das weiß ich schon. Sowas wie Rücksicht, das ist euch unbekannt. Eigentlich solltet ihr selber abputzen müssen. So schlimm ist das ja nun auch wieder nicht. Geben Sie den Lappen her. Du hast da überhaupt nichts zum Schnabbeln da herin, gell? Du gehörst nicht ins Haus, du Fratz, du. Jetzt gehen Sie mal ein bisschen weit, finden Sie nicht auch? Halt deine vollarte Klappen, verstanden? Geh, Elmar, lass, geh mal rauf. Ja, geht's nach und sagt zu eurer Mutter, dass euch besser erziehen soll. Fritz, die sind nicht ganz richtig, gehen wir. Ja, das können's, frechter Herrin. Oh, falsch, Parano! Aber sonst schon gar nichts. Der Pumuckl, der das mit angehört hatte, fand, dass es auch nicht ganz leicht sei, ein Kind zu sein. Und weil er nichts Besseres zu tun hatte, ging er hinter den Dreien mit in die Wohnung. Die Kinder gingen mit finsteren Mienen ins Kinderzimmer. Diese bissige Person. Immer geht sie auf uns los. Wenn man ins Haus reinkommt, darf man sich gleich fürchten. Und jetzt erst recht tragen wir ihren Dreck ins Treppenhaus. Es gibt doch bloß einen Mordstunk. Das sagt sie dann unserer Mutter. Kinder, ich weiß was. Wir machen aus einer Zeitung lauter kleine Papierschnipsel. Mit denen gehen wir dann den vierten Stock auf und lassen sie über das ganze Treppenhaus schneiden. Ja. Dann hat's eine Zeit lang zu tun, bis es zusammengekehrt hat. Die bissige Person. Mensch, Caroline, du bist eine Nummer. Die Sache ist geritzt. Her mit der Zeitung. Und wenn uns jemand in den vierten Stock aufgehen sieht? Soll er doch. Man wird wohl noch in diesem Haus auf den Speicher gehen dürfen. Wir können ja mit Hausschuhen hinaufgehen, um ja nicht das Treppenhaus zu beschmutzen. Die drei Kinder führten ihren Plan auf der Stelle aus. Es verlief alles wunschgemäß. Sie begegneten keinem Menschen, auch die Mutter merkte nichts, und das Treppenhaus war über und über mit Papierschnitzeln besät. Der Pumuckl fand die Sache sehr vergnüglich. Ja, er pustete und wirbelte noch ein wenig in den Papierfetzchen herum, so dass sie auch wirklich überall gleichmäßig verteilt waren. Zu seiner Entschuldigung sei gesagt, dass er das eigentlich mehr aus Kobolds Lust am Papier gewirbelt hat. An die Hausmeisterin dachte er dabei am wenigsten. Und dann rannte er triumphierend zum Meister Eder und quetschte sich durch das angelehnte Fenster. Was ist denn los? Das war ein sehr schöner Fleiß. Ein Papierschnitzelwirbelfleiß war das. So? Das ganze Treppenhaus ist voll. Da wird die Hausmeisterin aber kehren müssen. Ach, das verstehe ich nicht. Ja. Was ist denn da los überhaupt? Ja, weil also Kinder sollen keinen Schmutz ins Treppenhaus bringen und dann haben sie jetzt erst recht. Ja, und das gefällt dir. Ja, Papierschnitzel haben sehr schön gewirbelt. Was? Und jetzt kannst du mir wieder meine Mundharmonika geben. Denn wenn die Menschen sowas grad Extrares tun dürfen und nicht bestraft werden, dann darf man die Kobolde auch nicht bestrafen. Und Musik machen, das macht ja viel weniger Schmutz. Dafür mehr Radau. Meine Musik ist keine Radau. Du kriegst deine Mundharmonika so lang nicht, bis du einsiehst, dass man gegenseitig Rücksicht nehmen muss. Das ist aber gar nicht gegenseitig. Wenn ich nicht spielen darf, das ist einseitig. Du musst auch Rücksicht auf mich nehmen, weil ich gerne Musik mache. Ja, und Hausmeisterin muss Rücksicht auf die Kinder nehmen, weil die gerne einen Dreck ins Haus tragen. Na. Mit der Logik kommst du bei mir nicht weiter. Geh nur wieder rüber zu deinen Papierschnitzelhelden. Mei, mir tut ja unsere Hausmeisterin leid. Also mir überhaupt nicht. Und du tust mir auch nicht leid. Ich gehe jetzt rüber und blase lauter Papierschnitzel. Der Pumuckl ist in das Treppenhaus vom Vorderhaus gelaufen und hat aus Trotz ein paar Zeitungsfetzchen durcheinander geblasen. Aber nicht lang, denn die Hausmeisterin erschien. Ah, ja, um Himmels willen. Ja, wie sieht's denn da aus? Ja, was ist denn da passiert? Na, das waren bestimmt die Saufratzen. Aufwirren tun sich die wie die Hottentotten. Noch schlimmer. Na, aber das lass ich mir nicht bieten. Das geht mir zu weit. Da beschwere ich mich. Bin doch nicht der Depp für die Fratzen. Na, das will ich doch wissen, wer das zusammenputzt. Die oder ich? Mit der Mutter werde ich jetzt ein Wörtel reden. Ja? Frau Lechner? Schauen Sie sich das mal an. Was ist denn hier passiert? Das fragen's doch Ihre Kinder. Zuerst haben sie mir einen Dreck ins Haus getragen und weil ich's geschimpft hab, haben sie das gemacht. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich das zusammenkehre. Meine? Ja, genau die. Das geht bis im vierten Stock nach. Aber die waren doch gar nicht im vierten Stock.
Die sitzen in ihrem Zimmer und wie sie vorhin heimgekommen sind, war das Treppenhaus noch völlig sauber. Okay. Die haben die Wohnung seitdem überhaupt nicht mehr verlassen. Mhm, das meinen Sie? Ja, sagen Sie mal, Sie können doch nicht einfach annehmen, dass das meine Kinder sind. Haben Sie denn dafür irgendeinen Beweis? Dafür brauche ich keinen Beweis. Jemand anderer macht sowas nicht. Erzählen Sie mir nichts. Also schließlich wohnen wir ja nicht allein im Haus. Ich verlange, dass das von Ihren Kindern zusammengekehrt wird. Den Dreck von denen Schuh, das Pfund, weil sie reindrangen haben, habe ich zusammengeputzt. Und ein rechter Frecks Maul haben sie dabei auch noch gehabt. Naja, wenn mein Mann da wäre, hätten sie sich das nicht getraut. Aber weil ich allein bin. Fritz, Caroline, komm da mal her. Also, das werden wir ja jetzt gleich sehen. Mhm. Was ist, Mutti? Ist was, Mutti? Habt ihr die Papierschnitzel verstreut? Mir? Ja, lügt's nur. Ich kenne euch schon. Aber diesmal lasse ich mir's nicht gefallen. Frau Lechner, Sie können nicht einfach behaupten, dass meine Kinder lügen. Mhm. Oh, okay. Habt ihr vorhin den Schmutz ins Treppenhaus getragen? Ja, aber der Elmar hat's aufputzen wollen und dafür ist er bloß angefaucht worden. Der und aufputzen, bei dem Ton, den der am Leib hat. Wir wollen da jetzt nicht lange streiten. Es steht fest, meine Kinder waren das nicht so. Aber weil sie ihnen vorhin Arbeit gemacht haben, helfen sie ihnen jetzt sicher, freiwillig, zusammenkehren. Nicht wahr? Und dann hoffe ich, dass sie ihre Verdächtigungen zurücknehmen. Ja, Frau Lechner. Gesehen habe ich ja nicht. Aber Mutti, wir müssen Hausaufgaben machen. Also wenn ihr die 10 Minuten später macht, dann genügt's doch auch noch, oder? Kommt, los jetzt, blamiert mich nicht. Was blieb den drei Kindern anderes übrig, als ihre Papierfetzen selbst wieder zusammenzukehren? Aber innerlich kochten sie dabei vor Zorn. Und so kam es auch, dass sie nach getaner Arbeit wieder allein in ihrem Zimmer neue Rache brüteten. Das lasse ich mir nicht gefallen, dass sich so eine Hex von einer Hausmeisterin ins Fäuste lacht. Was willst du machen? Haben soll sie ihren Dreck. Richtig, nur nicht von der Linie abkommen. Was für ein Dreck darf es denn diesmal sein? Diesmal? Ein richtiger. Nicht nur aus Papier. Einer aus dem Hof. Wir sagen zur Mutti, dass wir noch Hefte kaufen müssen und rennen alle drei davon. Und zwar durch die Wasserlappen und dann gleich ein paar Mal rein und raus in Ausgang. Ausgezeichnet, Caroline. Hast nicht irgendwo noch ein paar Blechbüchsen, mit denen sich zusätzlich noch ein bisschen Dreck transportieren lässt? Den könnten wir dann ganz zwanglos im Treppenhaus auseinandertreten. Habe ich alles. Aber das können wir doch nicht machen. Fritz, mach kein Gesicht, als wolltest du ein Heiliger werden. Sei nicht feig, los. Von mir aus. Nicht nur dem Fritz war dabei nicht so ganz wohl. Auch der Pumuckl fing an, diesen Plan nicht mehr so lustig zu finden. Als die drei zur Mutter gingen, um ihr zu sagen, dass sie Hefte kaufen gehen müssten, schlenderte der Pumuckl etwas nachdenklich zur Werkstatt und setzte sich dort auf die Hobelbank. Ah, da bist du ja wieder. Hast genug Papierschnitzelblasen? Hm? Ja, schon. Ja? Die Buben mussten alles selbst zusammenkehren. Siehst du es? Auch Menschenkinder werden gestraft, wenn's boshaft sind. Ja, aber die haben sich ja schon wieder was Neues ausgedacht. Neue Rache. Ah, damit nur ja kein End hergeht. Saububen, Mistige. Die alte Frau ärgern, das kennen's. Ja, sag einmal, Pumuckl, gefällt dir das am End? Guck doch mal durchs Fenster, was die da machen. Und die steigen in Wasserpfützen. Ah, denen grast ja für gar nichts. Und dann, guck mal, dann wollen sie mit den schmutzigen Schuhen ins Treppenhaus und dann nochmal und dann nochmal und dann extra wollen sie noch mit einer Büchse. Also die Büchse haben sie schon ganz voll und jetzt laufen sie rein. Ah, das geht wirklich zu weit. Das Handwerk, das werde ich Ihnen gleich legen. Da schaue ich nicht lang zu. Hey da, was treibt ihr denn da? Jetzt sind sie schon wieder reingesaust. Ah, da schau her. Ja? Da kommt ja zufällig gerade der Hausverwalter in den Hof. Der wird Ihnen gleich den Marsch blasen. Auf was bläst der denn? Jedenfalls nicht auf der Mundharmonika. Verlass dich drauf. Aha, jedenfalls nicht auf der Mundharmonika. Dann will ich aber hören, auf was der bläst. Aber nicht nur der Meister Eder hat den Hausverwalter kommen sehen. Auch die drei Buben. Und damit sie nicht im Treppenhaus von ihm erwischt werden konnten, sind sie schleunigst in den Keller gerannt und haben sich dort mucksmäuschenstill verhalten. Der Hausverwalter hat natürlich sofort den Schmutz entdeckt. Grüß Gott, Frau Lechner. Ja, der Herr Hausverwalter, grüß Gott. Da schauen Sie sich mal das Treppenhaus an, wie das da aussieht. Ja, um Himmels Willen, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Na, das ist aber verwunderlich. Den Dreck kann man doch gar nicht übersehen. Sie glauben ja nicht, was ich für einen Ärger habe mit den Saububen vom ersten Stock.
Heute habe ich schon mal hinter den nicht reingeputzt. Und dann haben sie das ganze Treppenhaus voller Papierschnitzel geschmissen. Glauben Sie mir, ich kann mich überhaupt nicht mehr da wehren. Aber hören Sie, die Familie wohnt doch schon länger im Haus und das war noch nie. Freilich, weil sie die nie traut haben, solange mein Mann noch gut auf die Füße war. Aber mir gegenüber, bitte, da trauen sie sich alles. Ach, ich sag's ja, ihr zwei bis gegen so Burschen wehrlos. Glauben Sie mir, es geht mir die größte Mühe, dass ich alles im Stand halte. Genauso, als wie wenn mein Mann da wäre. Aber ich bin am Ende. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn das so weitergeht. Da haben Sie denn Beweise, dass das die Burschen vom ersten Stock sind? Nein, das ist es doch. Tja, wenn Sie keine Beweise haben... Ach, gegen Bosheit ist man machtlos. Und gerade wenn man Altes und Nerven nicht mehr so benannt hat. Nun, Frau Lechner, ich muss sowieso mit Ihnen sprechen. Kann ich einen Augenblick zu Ihnen reinkommen? Ja, freilich, bitteschön, kommen Sie nur rein. So, Herr Hausverwalter, bitteschön. Nun, das war nicht das, was der Pumuckl sich erwartet hatte. Kein Marsch für die Kinder, dafür ein Rüffler für die alte Hausmeisterin. Die drei im Keller aber hatten inzwischen zu ihrer großen Freude etwas entdeckt. Eine tote Maus. Hübsches Mäuschen, damit kann man jemand ganz schön zum Kreischen bringen. Gib wohl Teufel, schwenk's nicht so rum. Caroline, dein Bruder Fritz hat ein bisschen schwache Nerven. Die gewöhnt er sich schon noch ab. Du, gib mal die Maus her, ich habe eine Idee. Ich weiß, wen wir zum Kreischen bringen. Ich ahn's. Unsere verehrte Hausmeisterin. Das gibt einen Spaß. Her mit dem Mäuschen. Die tote Maus landete blitzschnell vor der Wohnungstüre der Hausmeisterin. Aber sie landete nicht nur vor der Wohnungstüre der Hausmeisterin, sondern auch, und das konnte keiner der drei sauberen Freundchen sehen, vor den Füßen des Pumuckl. Oh, eine tote Maus. Sie ist ja ganz und gar mausetot. Aber was soll die Maus hier? Warum hat der Elmar sie hierher gelegt? Halten die denn eine Maus für Schmutz? Oder, ich weiß, Menschen... Also vor allen Dingen die mädchenlichen Menschen, die erschrecken immer vor toten Mäusen. Sie wollen arme Hausmeisterin wahrscheinlich erschrecken, weil die Nerven hat die ja nicht mehr so. Und dann kann sie sich auch nicht mehr so ganz erwehren. Und nein, das erlaubt der Pumuckl nicht. Das erlaubt er nicht. Nein. Hey, du Maus, kannst du nicht weglaufen? Schade, da muss ich dich eben wegziehen. Das ist gar nicht ganz leicht, so eine Maus ist ein schweres Tier. Wie wär's denn, wenn das Mäuschen vor einer anderen Tür läge, also zum Beispiel vor einer gewissen Türe im ersten Stock? Da wird doch das Mäuschen so auf geheimnisvolle Weise nochmal springen, lebendig und hüpft dann gemeinsam mit dem Pumuckl die Treppen hinauf gleich haben wir's. Dann legt sich die Maus da vor die Türe hin, schön in die Mitte von dem Fußabstreifer. So, und jetzt könnt ihr dann selber erschrecken. Wer anderen eine Maus hinlegt, schreit selbst recht laut. Ja, das ist ein altes Koboldssprichwort, jawohl. Und jetzt muss ganz, ganz schnell der Meister Eder helfen. Hoffentlich warten die noch ein bisschen im Keller. Hey, spring mir doch nicht mitten ins Gesicht. Ich muss ja was ganz Wichtiges sagen. Also entschuldige, aber ich habe es eilig. Ich bin eine Maus. Nein, ich meine, ich habe eine Maus. Ja? Also ich meine, die Buben haben eine Maus vor die Tür von Frau Lechner gelegt und ja. Ich habe die Maus vor die Tür der Buben gelegt. Und die Buben, die sind noch im Keller und warten, dass die Frau Lechner schreit. Aber die Mutter soll schreien. Und du musst vor dem Keller stehen. Ich? Ja, du musst vor dem Keller stehen. Und die Buben nicht herauslassen, damit sie aufkommen, wenn du sie herauslässt und dann... Komm, ganz aber schnell! Der Meister Eder verstand zwar zunächst kein Wort, außer dass er schnell mitkommen musste. Er legte seine Arbeit hin und der Pumuckl sprang ihm auf die Schulter und während sie zum Vorderhaus gingen, flüsterte ihm der kleine Kobold die Sache doch noch so ins Ohr, dass er alles begriff. Der Meister Eder ging ganz leise ins Treppenhaus und stellte sich so, dass er die Kellertür im Auge hatte, hinter der die Kinder voll diebischer Freude immer noch auf den Schreckensschrei warteten. Der Pumuckl aber hüpfte in den ersten Stock und klingelte dort. Und dann sauste er schnell herunter
und klingelte bei der Hausmeisterin. Und dann dauerte es nicht lange, als sich zuerst die Türe im ersten Stock öffnete. Pfui Teufel! Eine tote Maus! Das ist so eine Gemeinheit auf meinem Fußabstreifer. Wer tut denn nur sowas? Um Gottes Willen! Was ist denn da oben los? Man hat mir eine tote Maus! Eine tote Maus vor die Tür gelegt! Ach, befreien Sie mich von diesem grässlichen Anblick! Vor Ihrer Tür? Eine tote Maus? Das ist die Mutter von den bösen Kindern, Herr Verwalter. Da werden immer meine Kinder verdächtigt. Meine eigenen Kinder werden wohl kaum vor meine eigene Türe eine Maus legen. Jetzt kenne ich mich wirklich nicht aus. Wer kann denn das gewesen sein? Herr Eder, haben Sie jemanden gesehen, der ins Haus ist? Ich habe vorhin drei Kinder gesehen, die zuerst in die Wasserlachen gestiegen sind und absichtlich Dreck ins Haus tragen haben. Aber das waren nicht meine Kinder. Die sind nämlich unterwegs. Doch. Das waren Ihre Kinder. Aber es handelt sich doch jetzt gar nicht um den Dreck, sondern um die tote Maus. Ach, pfui Teufel. Herr Eder, ich kann tote Tiere einfach nicht anrühren. Ich glaube, Ihre Kinder können das. Aber die sind doch nicht da, das habe ich Ihnen doch gesagt. Doch, die sind schon da. Ich werde es Ihnen gleich holen. So, da kommt's nur raus, alle drei. Eder! Da, was kommt's nur los? Ja, die drei waren im Keller. Tote Maus haben's vor die Tür gelegt. Was tut ihr drei denn im Keller? Wir mussten nur was heraufholen. Was musstet ihr heraufholen? Wir haben bloß... Aber ihr habt doch nicht die Maus vor unsere eigene Tür gelegt. Wie ist denn die Maus in den ersten Stock aufgekommen? Elmar, hast du... Nein, ich hab also, die Maus... Also, ihr habt die Maus vor die Tür gelegt. Dann habt ihr wohl auch den Dreck absichtlich ins Treppenhaus getragen. Das Bosheit Papierschnitzel geworfen, ne? Das mit dem Papier müssen Sie uns erst beweisen. Das ist gleich bewiesen. Da schau, was da gerade ganz langsam aus deiner Jackentasche fällt. Was ist denn das? Ja, das ist genauso ein Fetzen. Jetzt ist wohl alles klar. Ja, ich werde eine Rechnung für Treppenhausreinigung schicken, Frau... Mosinger heißt sie. Frau Mosinger. Können Sie dann Ihren sauberen Früchtchen vom Taschengeld abziehen? Also ich bin ganz auseinander. Alle drei entschuldigt ihr euch jetzt auf der Stelle und vor uns allen hier bei Frau Lechner. Entschuldigt euch. Sie entschuldigen wäre nicht so wichtig. Bitte. Das Versprechen, dass mit solchen Bosheiten aufhören, das tät mich beruhigen. Die werden das bestimmt nicht mehr wieder tun. Dafür wird gesorgt. Glaubt ja nicht, dass ich das eurem Vater heute verschweige. Wir tun's ja nicht mehr. Bestimmt nicht. Ich trage die Maus in die Aschentonne und... Wir wollten ja nur einen Spaß machen. Jeder Spaß hat seine Grenzen. Merkt euch das. Dann können wir ja wieder gehen. Komm, Pumuckl. Wer soll kommen? Niemand weiter. Nur mein guter Hausgeist. Haben Sie das verstanden? Denken Sie sich nichts, Herr Verwalter. Der Herr Eder sagt öfters so spaßige Sachen. Er nimmt's nicht so ernst. Der Meister Eder und sein Pumuckl aber gingen zufrieden in die Werkstatt zurück. Und dann schloss der Meister Eder lächelnd die Schublade auf und holte die Mundharmonika heraus. Ich glaub, du kannst jetzt deine Mundharmonika wieder haben. Ui, ich darf. Ja. Wahrscheinlich, weil ich so schön ein Papierfetzel aus der Tasche habe fliegen lassen. Na? Oder weil man einen guten Hausgeist ausgezeichnet brauchen kann. Nein. Nein. Weil ich gesagt habe, dass du es wiederkriegst, wenn du einsiehst, dass Bosheit zu nichts führt. Aha. Und das hast eingesehen, sonst hättest du nicht plötzlich auf die Seiten von der Hausmeisterin gestellt, oder? Ja, nein, das ist was anderes. Das was? Ist, weil, weißt du, böse Bosheit mag ich nicht. Ich mag nur lustige Bosheit. So, Und wo ist denn da die Grenze? Weißt du das wirklich genau? Ja, die Grenze, weißt du, also es ist so, die Bosheit, also die darf niemand wehtun und niemand schaden und schon überhaupt und ganz und gar nicht darf jemand deshalb weinen müssen. Na ja. Das ist die schöne Bosheit. Das Kerz sitzt bei dir schon alleweil nur am rechten Fleck. Ich habe zwar noch nie irgendwas zu sitzen gesehen, also das Herz, aber du musst doch zugeben, Koboldsspaß, das ist schon ein ganz anderer Spaß. Und wenn ich was geweint hätte? Weil dein Radar so kreislich war. Ja, wirklich. Ach, dann spiele ich eben nur noch oben in der Stube. Ganz,
Ganz alleine natürlich. Schrecklich alleine. Was? Machen wir es so, Pumuckl. Jetzt spielst du mir ein bisschen da herunten was vor und dann gehst drauf. Ja, du, ich hätte dir was vorspielen. Ja. Also weißt du, so was Schönes, so schön, wie du noch nie was gehört hast und wo du gar nicht mehr willst, dass ich raufgehe und dass ich auch nicht aufhöre. Ich spiele dir jetzt vor das Lied Guten Abend, Gute Nacht. Also, ja, also los. Das ist schön, nicht? Ja. Schön ist Guten Abend, Gute Nacht. Ja, sehr schön. Jetzt spiele ich die ein bisschen eine moderne Abfassung von Musik heute. Gute Nacht, aber man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles. Guten Abend, Gute Nacht. Pass auf, Pumuckl. Pumuckl. Wollen wir jetzt nicht lieber alle zwei raufgehen? Ja. Zum Essen, meine ich. Zum Essen? Oh ja. Ja, Essen mit Musik. Mit Musik. Von dem berühmten Musikanten Pumuckl. Pumuckl-Musikanten. Ja, ja. Also, ich beginne die Musik. Jawohl. Eine Tafelmusik vom Pumuckl. Der Meister Eder sagte nichts darauf. Denn er wusste genau, dass man nicht gleichzeitig essen und auf der Mundharmonika blasen kann. Und so war es auch. Der Pumuckl hatte einen so riesigen Appetit, dass er freiwillig aufhörte. Und hinterher war er so satt, dass er lieber schlafen wollte. Und nach dem Schlafen hatte er so viel anderes zu tun, dass die Mundharmonika nicht mehr so wichtig war. Der Friede zog also wieder ein, im Hinter- und im Vorderhaus.